Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ayurvogic Game Master. Leute, der Fund mir wird jetzt jeden Moment kommen, weil wir haben es schon an. Ihr seht es hier, das Licht hinten ist schon an, es ist auch schon jetzt übel dunkel. Leute, hier, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ist es auch schon hier richtig, richtig dunkel. Und Leute, ich gucke jetzt, kommt der Fund mit schon, ich glaube, ja doch, oh mein Gott, tatsächlich, ich glaube, der ist auf dem Weg. Oh, der ist wirklich auf dem Weg hier, also Leute, das ist okay, jetzt eine Kamera, also ich habe jetzt auch, ja, weil ich halt vergessen habe, also ich. Halt auch vergessen, im Weg zu machen. Ich habe jetzt überall die Kameras, habe ich jetzt überall versteckt, Leute. Dass wir jetzt überall sehen, dass wir das halt draußen sehen, dass wir das dann auch, weil hier brauchen wir es nicht sehen, weil hier sehen wir es dann selber. Dass wir halt, so dass wir das, so, wenn dann, dass wir es halt draußen sehen, wenn er dann kommt, das erste Mal auch sehen, wenn, wie er dann da, Dings, wie er sich dann da irgendwie dann da dagegen läuft, hat, Leute. Deswegen, Leute, ich, Dings, ich, Leute, über mein Handy, oder ja, über mein Handy gucke ich das dann an. Das ist, ich habe das halt so gemacht, dass halt dann diese Aufnahmen so halt auf meinem Handy drauf sind. Leute, ich weiß, mein Handy ist gerade hinten, aber Leute, ich kann es jetzt nicht holen. Ich glaube, der müsste jetzt, glaube ich, auch kommen. Ich halte jetzt mal auf die Überwachungskameras um, Leute. So, jetzt hört es mich an mit dem Videorechner. Oder was ist das denn jetzt? Jetzt kommt der Kamera und dann kommt. Oh, guck, Leute, der läuft voll in die Schnur rein. Er hat sie einfach nicht im Blickwinkel gehabt. Hey, ist das geil, Leute. Ich kann einfach nicht mehr. Okay, Leute, ich komme jetzt sagen, komm, wir drücken jetzt mal hier auf weiter. Oh, diese scheiß Schnur, oder? Das irgendwie abzubinden. Okay, jetzt. Ja, jetzt geht der rein, der geht rein. Oh mein Gott, ich glaube. Was, das stimmt, der kommt jetzt dann gleich nach oben, oder? Der kommt gleich einfach nach oben, aber Alter, das war einfach zu genial, das mit der Schnur einfach, wirklich, das war einfach legendär, Leute, oder ich jetzt, Leute, ich würde fast sagen, dass wir uns das nochmal angucken, Leute, ich sagen, können das gucken wir uns jetzt mal nochmal an. Ja, ich versuche jetzt mal, diese Schnur abzubinden, okay, geht nicht, dann, ja, dann gehst du jetzt erstmal rein. Kann einfach nicht mehr, also das ist wirklich ungelogen, das könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen, also wirklich, das. Wirklich, das könnte ich mir einfach, den ganzen Tag könnte ich das einfach sehen, also wie der stolpert, ich könnte das den ganzen Tag sehen und mich darüber kaputt lachen, wirklich. Ich denke auch mal, also nachdem ich das hier aufgenommen habe, dass ich das dann halt einfach dann nochmal angucke, also ich werde das ein bisschen in Dauerschleife irgendwie gucken, Leute. Oh Mann, Leute, ich wollte jetzt sagen, komm, wir müssen weitermachen, weil ich glaube tatsächlich, der kommt hin hier hoch, oder ich glaube, der ist auf dem Weg nach hier oben. Was? Ey, diese Scheißschnur. Kann man das irgendwie losbinden oder so? Sagen wir es, das geht nicht, Alter. Dann gehe ich jetzt erstmal rein zum Nebio. Ich wollte mich an dem Rechner noch ein Spiel mit ihm spielen. Und zu Ende kommt ein ganz besonderes Spiel dran. So, und sie hast den Weg. Hast du wirklich noch nie gespielt? Du müsstest jetzt in der Treppe irgendwo sein. Ja, stimmt. Was brauche ich? Oh mein Gott. Ja, der Knopf. Dieser Knopf. Der die Nordplatte hinten im Kleiderschrank auslöst. Ja, okay, Beile ist auf der Position. Ich glaube, das ist lag. Okay, mein Gott, ich glaube, davon kommt auch jetzt. Leute, jetzt dürfen wir nicht reden. Jetzt muss alles nach Plan verlaufen. Okay, Leute, jetzt ruhig sein. So, gut, was du mit. Ja, was du mit. So. Ja, toll, ich denke, ich muss mal einfach ins Weiße holen. Soll ich wirklich machen? Ja, Nino, das wird mich verdient. Ich glaube eher weniger, dass es verdient wird, aber naja, ich will mal gesehen, aber nicht so sein. Deswegen kommen wir gehen jetzt einmal hoch und spielen das Halloween-Spiel mit ihm. Also mir wird es nicht verraten, ich würde nur sagen, es ist ein Halloween-Spiel, aber ihr werdet schon gleich sehen, was es ist. Mann, wir werden ein bisschen sein. Gehen wir auf einen. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Oh mein Gott, aua, was war das? Das ist mit dem Nerven, das ist nicht schon gekommen. Und da, warum ist die Kamera so erkennen? Warum ist mein Kanal? Ja, doch, nee, du hast doch gesagt, du bist mit dem Kanal. Ja, von mir natürlich, alles zu deiner Zeit. Oder? Ja, nimm doch Platz, dann können wir alles in Ruhe besprechen, von mir. Ja, okay. Ausnahmsweise, ich setze mich jetzt mal hin. Ja, gut. Ja, okay, und von mir, darf ich dir einen Keks anbieten? Gerne, ich esse mal und. Also, da, oh mein Gott, also, hast du einen dieser Oreo-Kekse in den Mann gewohnt? Also, da drin. Zahnpasta. Was? Zahnpasta? Ja, oh mein Gott, ja, ist das widerlich. Ja, ich muss kotzen. Echt?
Ich sag mal, Leute, ich hab nur verarscht oder was? Was ist hier los? Naja, egal, zurück zum Vertrag. Die Kürbismaske nicht gepasst, deswegen haben sie jetzt die Kürbismaske. Ich würde jetzt sagen, damit erschrecken und mir nicht so, dass er ins zweite Loch fällt. Ich würde sie bereit in 3, 2, 1 und jetzt. Er fliegt ins Loch. Oh Gott, er fliegt, okay. Den Stecker rausziehen. So, das schwarze Loch wieder zumachen. Okay, Leute, jetzt müsst ihr für immer im schwarzen Loch gefangen sein. Ich fasse es nicht, die haben die Frontmänner einfach wirklich besiegt. Okay, Leute, jetzt müssen wir nur noch alle Sachen wegkommen. Ich jetzt sagen, Leute, weil Halloween ist jetzt ja vorbei, Leute, jetzt, wer das sieht, also jetzt, ja, jetzt weiß ich, jetzt, heute ist halt Halloween und dann morgen ist dann kein Halloween mehr, also morgen ist danach Halloween, der ist halt 1. November und dann ist schon bald Weihnachten, dann geht es schon auf Weihnachten zu, Leute. Und fast bei Leute, sollen wir kurz anrufen? Warte, Dings, Fork hier, sollen wir kurz anrufen? Nee, das ist so gefährlich, ja, okay. Ja, vielleicht hat Foggy wirklich recht, Leute, die jetzt sagen, dann lassen wir das. Dann, Leute, machen wir jetzt alle Halloween-Sachen trotzdem mal weg hier. Diese Zombie-Killer-Axt machen wir dann mal weg. Und, ja, ganz wichtig, den Nordblaster aus dem Kleiderschrank räumen wir mal weg. So, das kommt alles auf seinen Platz. Und, ja. Ja, und diese Clownsmaske und die Kürbismaske, also hier die Kürbismaske, die mir zu groß ist, oder wenn ich die anziehe, rutscht die runter. Okay, Leute, das räume ich jetzt alles wieder auf ihren Platz zurück. Und jetzt bis zur nächsten Folge und peace out. Nein, ich will gefangen. Ich bin jetzt hier im schwarzen Loch, ich weiß es. Ich bin jetzt 2 Wurmlöcher hier durchgeflogen. Nachdem war ich in so einem Universum und dann bin ich einfach durch so ein weißes Loch geflogen und jetzt bin ich hier im schwarzen Loch gefangen, in tiefster Dunkelheit. Nebula hat wohl den Stecker aus dem Teppich irgendwie rausgezogen. Ja, und jetzt bin ich nicht mehr da, oder ich bin einfach noch am Leben, aber ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Ja, Hilfe. Naja, ich hoffe, meine Wächter wird mich rächen, also die roten Wächter, wenn es gut ging. Meine Armee wird mich rächen. Ja, dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber nächstes Jahr irgendwann werden die hoffentlich so einen richtigen Terrorangriff auf den Staat und mich rächen dafür. Immerhin bin ich hier Anführer. Oh Mann, ich fasse es einfach nicht. Jetzt muss ich auch hier Halloween, also den ganzen Tag von 1 Uhr bis 0 Uhr zu. Ja, am 31. Oktober hier verbringen. Ich hatte so viel vorgehabt. Ich wollte eigentlich, weil ich auch um die Straßen ziehen und auch anderen Leuten erschrecken, ein Jahr wie Nebula zum Beispiel. Und jetzt hat er mich ja mit der Clownsmaske erschreckt. Naja, was soll man machen? Na okay, ich wünsche euch trotzdem noch Happy Halloween und auch noch einen schönen 1. November. Das ist ja ein schöner Feiertag euch noch.